Hallo und herzlich willkommen zurück. Willkommen bei Hell in a Cell. Ja, der nächste Pay-Per-View mit dem krassen Gimmick, den Hell in a Cell Matches, steht an. Und wir fangen direkt mega hammergeil an. Ihr wisst ja, was euch alles erwartet. Unter anderem Iron Man Match, Shawn Michaels und Bret Hart. Hell in a Cell Match, Del Rio gegen Ziggler. Hell in a Cell Match, Mark Henry gegen Angle, McIntyre und Daniel Bryan. Und jetzt fangen wir mit diesem Match an. Ich habe mir gedacht, nach diesem ultra schlechten Match mit Kane und Undertaker wird Kane einfach vom Title gestrippt, so rum heißt das ja. Also Kane bekommt die Titel abgenommen. Außerdem Kane und Undertaker beide nicht mehr aufzufinden. Beide sich wahrscheinlich zu Tode geschämt nach diesem Match. Unglaublich. Die werden auch erstmal aus der Liste rausgenommen in den Kommentaren. Hatten einfach einen Grund. Ich will, dass wieder andere Superstars bei Breakdown in den Vordergrund rücken. Und deswegen haben wir jetzt das Match um den Undisputed Title. Momentan gibt es keinen Titelhalter also. Und der wird heute bestimmt. Matcherlebnis episch. Und wen haben wir? Wir haben ein Einzelmatch. Booker T gegen Kevin Nash. Ja, Kevin Nash bei der letzten Breakdown-Ausgabe erfolgreich. Und Booker T das Steel Cage Match gegen Lesnar gewonnen. Da dachte ich mir, der muss die Chance kriegen. Und dann fangen wir jetzt an. Booker T gegen Kevin Nash. Dann bin ich gespannt, ob es Booker T oder Kevin Nash ist, der heute gewinnt. Scissors Kick gegen Jackknife Powerbomb. Ja, das ist ja mal was. So, und da ist unser erster Mann, Booker T, der Five-Time WCW Champion. Ja, der hat ja gegen Lesnar diesen Super-Sieg geholt im Steel Cage Match. Da dachte ich mir, der muss heute dabei sein. Ja, und Kevin Nash, der hat ja gewonnen gegen, wie gesagt, Christian in der letzten Breakdown-Ausgabe nach der Jackknife Powerbomb, obwohl er den Umbridia und den Tornado DDT eingesteckt hatte. Deswegen war das ja so krass. Ja, und Booker T, der kann durchaus heute den Titel sich holen. Der hat ja, wie gesagt, gegen Lesnar auch schon überrascht. Dann schafft er Kevin Nash vielleicht auch. Christian war ja auch kurz davor. Also ist es durchaus möglich, dass das heute geklappt hat. Also, dass das geklappt wird, dass das geschafft wird von Booker T. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er es schafft, gegen Kevin Nash zu bestehen. Natürlich, wenn die Jackknife Powerbomb kommt, dann ist es natürlich auch mal schnell vorbei. So, dann haben wir jetzt Booker T im Ring. Justin Roberts macht den Ringsprecher. Und dann kommen wir jetzt zu seinem Gegner. Moment. Was ist jetzt los? Nein. Nein. Das gibt's doch nicht. Wait a minute. Oh mein fucking Gott. Goldberg. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Goldberg ist zurückgekehrt. Goldberg ist hier. Und er kommt zum Ring. Das Publikum steht Kopf. Goldberg zurück. Ach du heilige Kacke. Der Universe-Modus hat doch einen Baum am Kreisen. Goldberg zurück und seht euch das Tier an. Goldberg ist back. Ich fasse es nicht. Goldberg, Booker T. Ja, der weiß, glaube ich, jetzt auch nichts mit der Situation anzufangen. Wo ist Kevin Nash? Goldberg kommt einfach mal. Goldberg! Ja, das kann ja nur episch werden. Goldberg also zurück zur WWE. Na dann jetzt mal Prost Mahlzeit. Das kann ja nur legendär werden jetzt. Goldberg zurück. Und es geht um den Undisputed Title. Oh my fucking God. Ja, dann geht's jetzt los. Goldberg gegen Booker T. Oh mein Gott. Und dann geht's los. Goldberg gegen Booker T. Das Match, was sich vielleicht schon viele gewünscht haben, dass Goldberg zurückkommt. Und jetzt steht er hier auf einmal im Ring. Und Kevin Nash nicht da. Goldberg, was macht er jetzt? Setzt an direkt zum Cross Armbreaker. Aber ich glaube nicht, dass ein Booker T da schon aufgibt.
Nee, also das reicht nicht. Ein Booker T ist ja auch kein Niemand. Also ich bin mal gespannt, was Goldberg zeigt. Goldberg nach Jahren der Abstinenz jetzt wieder da. Goldberg, wieder der Cross-Arm-Breaker. Will er den Arm von Booker T endlich brechen oder was hat er vor? Geht hier direkt mit solchen Aktionen zu Werke? Aber Booker T kommt da natürlich noch raus. Oh mein Gott, Goldberg ist zurück. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist auf jeden Fall mal ein gebührender Start in den Hell in a Cell Pay-Per-View. Ja, Hell in a Cell. Das könnte es für Booker T werden, nämlich die Hölle. Wenn Goldberg einmal aufdreht. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Aber Booker T, der lässt sich auch nicht runterkriegen. Schöner Swinging Neckbreaker. Es geht hier schließlich um Gold. Und da weiß Booker T selber, was er kann. Test of Strange. Ja, das gewinnt natürlich Goldberg, die kleine Kraftmaschine. Oh man, guckt euch dieses Beast Goldberg an. Der hat ja fast den Schaum am Mund noch. Aber Booker T lässt sich auch nicht beirren. Der zeigt auch harte Aktionen. Will natürlich hier heute Abend Undisputed Champion werden. In der Pre-Show, das muss man sich mal geben. Das Match hat ja locker Main-Event-Charakter. Das Publikum fängt natürlich jetzt schon mal direkt an. Die werden direkt eingestimmt im ersten Match. Der Bulldog von Booker T. Aber direkt Goldberg mit dem Konter. Wirft da Booker T über die Seile. Aber der kann sich da jetzt erstmal zur Wehr setzen. Ja, Goldberg muss da aufpassen. Oder kickt er den Krieg von Booker T. Das wäre natürlich der Hammer, wenn ein Booker T heute gewinnen würde. Und wieder setzt er an zum Cross-Arm-Breaker. Und das ist wieder der Cross-Arm-Breaker. Und Booker T ja im Seil. Und Goldberg versucht es wirklich mit der Aufgabe. Und da schön gekontert. Der Überwurf. Hört euch das Publikum an. Die geben hier richtig Gas direkt zum Anfang. Natürlich, die geben ja auch beide alles im Ring. Goldberg gegen Booker T. Zwei super Athleten. Und Goldberg ist wieder da. Scoop Slam. Super Aktion. Der Power Slam. Ja, YOLO. Denke ich mir gerade auch. YOLO einfach. Warum nicht? Kommt einfach mal in Goldberg. Und feiert hier seine Rückkehr. Guckt euch Goldberg an. Aber Booker T, der lässt sich ja auch nicht von Goldberg unterbuttern und schöner Neckbreaker. Ja, Booker T, der zeigt eindeutig, ja, es ist zwar Goldberg, aber ich habe auch eine Chance. Aber Goldberg immer wieder mit Kontern. Hin und her geht's. Body Slam, jetzt mal wieder eine Aktion von Booker T, sehr gut. Ja, dass das kein Selbstläufer wird, das war ja wohl allen klar. Auch ein Goldberg muss kämpfen für den Sieg. Ich bin mal gespannt. Test of Strange. Wer hat mehr Power? Ja, die Kraftmaschine. Goldberg. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. So beginnt Hell in a Cell. Das kann ja fast nicht mehr besser werden. Schöner Suplex. Super Aktion von Booker T. Booker T jetzt. Wir wissen ja, was der drauf hat. Das Bookend hat Brock Lesnar quasi auf die Matte gebracht in der vorletzten Breakdown-Ausgabe. Und dann ist Booker T rausgeklettert im Steel Cage Match. Also, wer gegen Brock Lesnar ein Steel Cage Match überlebt, der ist schon gut dabei. Und Goldberg muss aufpassen. Dieser Booker T, vielleicht am Zenit seiner Karriere, will hier endlich Champion werden. Body Slam von Goldberg. Super Aktion, die beiden hier zeigen. Das Match ist erst 7 Minuten alt und es geht hier schon so zur Sache. Goldberg greift die Arme an. Ja, wenn der natürlich wieder mit dem Cross-Arm-Breaker kommt, dann kann das die Entscheidung sein. Aber wir wissen ja, ein Goldberg, der zeigt da schon mal den Spear out of nowhere. Schöner Power-Slam von Booker T. Ich glaube, das Match wäre auch ohne Match-Erlebnis episch, episch. Goldberg. Ja, Booker T mit dem Konter. Also geht viel hin und her. Booker T sieht nicht schlecht aus für ihn. Und wieder, oh, da sage ich es gerade, da kommt der Überwurf. Goldberg wirft den einfach einmal über sich und Booker T ist ja jetzt auch kein Leichtgewicht. Das Publikum ist voll dabei, die rasten ordentlich mit aus. Und ich feiere dieses Match einfach nur. Wieder greift er den Arm an. Und Booker T muss sich natürlich aus dem Schlagbereich von einem Goldberg fernhalten, weil wenn der zuschlägt, da wächst natürlich auch kein Gras mehr. Ah, schön gekontert von Booker T. Nimmt sich jetzt den Kopf, aber Goldberg kontert, aber wieder hin und her. Es geht hin und her, technisch sehr anspruchsvoll das Ganze. Na wieder, seht's euch an. Da kommt keine Aktion durch. Die countern sich durchgehend aus. Booker T jetzt mal mit dem Versuch. Aber wieder Goldberg mit dem Konter. Das geht hin und her. Goldberg. Irish Whip. Nein, nimmt die zurück und Überwurf. Schöne Aktion. Eine Ringeraktion. Oh mein fucking Gott. Goldberg gegen Booker T, wie es im Buche steht.
Jetzt, ja, greift nochmal den Arm an. Ja, ich habe so das Gefühl, Goldberg hat die Taktik hier, den Arm von Booker T ein bisschen zu belasten. Vielleicht das die erste Stelle, wo Booker T danach gibt. Schöne Wrestler-Aktion, Ringer-Aktion auf die Matte geworfen. Ah, und wieder die Konter. Ihr seht es, es geht immer hin und her bei den beiden. Das Match ist bei 8-9 Minuten. Wir wissen, wie lange das bei Episch werden kann. Aber die beiden geben ja am Anfang schon so Vollgas wie sonst was. Ja, der Beast Mode. Goldberg könnte im Beast Mode sein. Aber Booker T lässt sich natürlich auch nicht unterkriegen. Und wenn das Bookend kommt, dann wissen wir, dann kann es das Ende sein. Jetzt geht's in die Ringecke. Goldberg, was hat er vor? Setzt jetzt Booker T aufs oberste Seil. Booker T sitzt da gefährlich und jetzt soll wahrscheinlich der Back Suplex kommen. Vom zweiten Seil und der geht auch durch. Harte Aktion gegen Booker T. Und das tat natürlich weh, vor allem hinten im Hals. Test of Strange. Ja, Goldberg gewinnt das für sich. Wieder, Irish Whip, wohin geht's jetzt? Wieder in dieselbe Ringecke. Was hat er vor? Er setzt ihn wieder hoch. Vielleicht will er wieder den Back Suplex zeigen. Jetzt setzt er zur Serie an. Ja, setzt wieder an. Ansatz zum Back Suplex vom zweiten Seil und er geht wieder dahin und wieder auf die Halswirbelsäule. Oh Mann, krasses Match. Booker T muss aufpassen. Wenn Goldberg einmal in Fahrt kommt, dann ist er nicht mehr aufzuhalten, aber noch sieht's gut aus für Booker T. Natürlich muss er selber Aktionen zeigen. Aktionen bringen. Jetzt geht's wieder in die Ringecke. Goldberg hat da Spaß dran und dann dieser Shoulderblock in der Ringecke. Ja, Goldberg, der macht sich, glaube ich, gerade warm langsam, um in den Beast Mode wirklich reinzukommen. Aber jetzt Booker T. Suplex-Ansatz. Nimmt Goldberg hoch und zeigt den. Wunderschön. Wunderschöner Suplex. Und jetzt Submission-Aktion. Camel Clutch. Aber die Beine sind ja. Der Fuß war am Seil. Na, schön gekontert von Goldberg. Und der haut da einfach mal Booker T um. Und jetzt mit dem DDT. Also wenn das nicht die beste Pre-Show aller Zeiten ist, dann weiß ich auch nicht. Goldberg gegen Booker T. Zwei super Wrestler aus der WCW damals. Test of Strange. Vielleicht jetzt Booker T mal mit dem Sieg. Nein, wieder. Goldberg kann immer für das für sich entscheiden. Aber dann kommt wieder der Konter von Booker T. Der kontert viel aus. Und da der Flapjack. Und da ist Goldberg sogar ein bisschen im Seil gelandet. Aber dann der Schulterblock. Das Match geht wirklich hin und her. Durchgehend. Test of Strange wieder. Die beiden wollen sich hier wie im alten Rom auf die Matte ringen quasi. Jetzt Goldberg, wieder der Konter von Booker T. Ihr seht's ja, und dann wieder der Überwurf von Goldberg. Also es geht wieder hin und her hier in diesem Match. Und jetzt die harten Schläge von Goldberg. Die sind natürlich übertrieben hart. Aber jetzt Booker T vielleicht mal. Aber wieder Konter, Goldberg, der kann auch kontern. Und wieder greift er den Arm an. Also die Arme von Booker T sehen, glaube ich, nicht mehr so gut aus. Jetzt schon wieder, wieder auf den linken Arm. Wenn der Cross-Armbreaker kommt, dann muss Booker T schon aufpassen. Test of Strange. Booker T versucht es immer wieder. Er will sagen, ich habe mehr Kraft. Und jetzt schafft das auch. Jawohl. Booker T mit dem Armbar. Ja. Verdreht den Arm und schlägt nochmal auf den Arm. Versucht jetzt Goldberg zu schwächen. Und er stürmt an und kassiert da wieder den Überwurf. Also Goldberg lässt sich da nicht beirren und schmeißt jedes Mal Booker T einfach über sich. Und jetzt das Boston Grab mitten im Ring. Da ist Goldberg noch einen guten Meter weg vom Seil, aber er kommt langsam näher. Goldberg dreht sich, ja, und stößt Booker T da weg. Und jetzt soll auch eine Submission-Aktion von Goldberg kommen. Camel Clutch, aber Booker T ist auch nicht so weit weg vom Seil, könnte es schaffen. Ja, richtet sich aber auf und wird Goldberg so los. Krasses Match von den beiden. Und jetzt wieder Boston Grabber, da muss Goldberg eigentlich nur ja die Arme ausstrecken, da hat er es schon geschafft. Ja, jetzt muss Booker T am Drücker bleiben, muss mehrere Aktionen zeigen, schöner Flapjack. Ja, aber da wieder der Konter von Goldberg direkt. Und der Shoulderblock. Seht euch an, wie da ein Booker T wegfliegt. Unglaublich. Und wieder greift er die Arme an. Goldberg hat scheinbar eine gute Taktik, wie er Booker T hier besiegen kann. Indem er die Arme anscheinend angreift. Vielleicht, weil ja Booker T die Arme braucht, um einen Goldberg zum Beispiel beim Bookend in die Luft zu befördern. Dann kann er das vielleicht nicht mehr machen. Und jetzt der DDT von Goldberg. Oh Mann. Booker T muss aufpassen. Wenn der Spear oder der Jackhammer kommt, dann ist es natürlich, glaube ich, relativ vorbei für Booker T. Aber man weiß es ja nie. Die stecken ja hier alles weg. Booker T jetzt. Ja, schön. Tötable Backbreaker von Booker T. Ja, das war eine super Aktion. Und dann noch den Elbow hinten auf den Hinterkopf. Ja, Goldberg muss aufpassen. Konter da. Und wieder Test of Strange. Aber Goldberg gewinnt den. Jetzt wieder Irish Whip, wo soll es hingehen? In die Ringecke. Und da kommt Goldberg wieder mit dem Shoulderblock. In der Ringecke, harte Aktion.
Was hat Goldberg als nächstes geplant? Greift wieder die Arme an. Und wieder Tessa Suenchi. Die beiden versuchen es immer wieder, aber Goldberg eigentlich immer der Sieger. Wieder Irrschwip in die Ringecke. Es geht hier von Ringecke zu Ringecke. Booker T müsste aufpassen. Clothesline. Harte Aktion. Und jetzt. Na, greift er wieder die Beine. Ach, die Arme an. Ich dachte, es käme eine Submission. Test of Strange. Booker T, du solltest dich davon fernhalten. Du kassierst da jedes Mal. Aber er kontert. Wunderbar gemacht. Aber auch Goldberg mit dem Konter. Goldberg jetzt. Muss vielleicht mal zu Power-Aktion ansetzen. Powerbomb, Powerslam. Schöne Ringaktion, ein Überwurf. Aber Booker T mit dem Konter. So ein gutes Match habe ich lange nicht gesehen. So ausgeglichen, so schnell hin und her. Test of Strange mitten im Ring. Wie im alten Rom wirklich, wo sie mitten im Kolosseum waren, machen die beiden das hier mitten im Ring. Vor diesen tausenden Zuschauern, die wirklich diese beiden hier feiern, zu Recht. Und jetzt geht Goldberg in Beast Mode, oder was? Habt ihr das gerade gesehen? Beast Mode? Goldberg wollte irgendwas zeigen. Und jetzt setzt er es aus Submission. Und die ist perfekt platziert. Jetzt ist Goldberg weit weg vom Seil. Und das kann vielleicht, wenn Goldberg nicht bis da kommt, schon ein Problem werden. Aber Goldberg, ja, der richtet sich auf, steht da mit Booker T und wirft ihn hinter sich. Booker T gegen Goldberg. Und da kommt Booker T mit dem Kick. Der hat gesessen auf jeden Fall. Jetzt Booker T auch mal mit dem Armbar sozusagen. Versucht auch mal die Arme zu attackieren von Goldberg. Die braucht er natürlich auch. Und wieder Submission, aber das ist relativ nah am Seil. Ja, und da hat Goldberg es schon wieder geschafft. Ja, Goldberg blockt den Schlag. Und jetzt setzt er an. Jetzt setzt er an zum Jackhammer. Guckt noch in die Massen. Nimmt den Arm, hebt ihn hoch. Läuft im Ring und da kommt der Jackhammer. Jackhammer mitten in die Matte. Coverversuch. One. Aber Booker T kommt raus. Das habe ich gemeint. Booker T, der schafft es immer wieder. Gegen Brock Lesnar hat er gewonnen. Und das nicht ohne Grund. Der zeigt hier, ne. Ein Jackhammer reicht doch nicht. DDT. Booker T muss sich zurückkämpfen. Goldberg auf einem guten Weg. Jetzt wird er wahrscheinlich langsam wirklich wahnsinnig werden. Und jetzt wirklich mit der überharten Klinge kommen, sozusagen, damit er hier Booker T wirklich mürbe macht und vielleicht einfach K.O. haut. Aber der Kick von Booker T da gerade wieder. Booker T sieht ganz okay aus noch, wenn du jetzt langsam kommst mit Bookend oder so. Natürlich, wenn der Goldberg nochmal mit dem Jackhammer kommt, dann war es das. Und jetzt Booker T mit dem Spinebuster. Mit dem Spinebuster. Und das ist eine harte Aktion. Cover. Goldberg, es ist vorbei. One. Nein, auch ein Goldberg kommt direkt raus. Oh man, guckt euch das Publikum an, wie die abgehen. Konter von Booker T. Und jetzt setzt an. Jetzt soll es wieder das Bookend geben. Goldberg muss aufpassen. Nein, er kickt Scissors Kick Ansatz. Scissors Kick gegen Goldberg, ich verspreche mir schon. Cover. One. Na, Goldberg ist draußen. Was? Goldberg kommt raus. Spinebuster und Scissors Kick. Ein Brock Lesnar hatte jetzt verloren. Was steckt in diesem Goldberg? Und dann dieser Shoulderblock. Oh, Booker T. Er hat seinen Spinebuster Signature gezeigt. Er hat seinen Scissors Kick Finisher gezeigt. Was denn jetzt noch? Und Goldberg weiterhin da. Ah, der Kick von Booker T. Sehr gut. Booker T hat's doch. Er kann es schaffen, die Sensation gegen Goldberg. Cover. One. Aber Goldberg kommt direkt wieder raus. Oh my fucking God. Elbow ins Gesicht von Booker T. Und jetzt nimmt er ihn hoch. Und Power Slam. Power Slam von Goldberg. Und jetzt muss Booker T aufpassen, dass er hier nicht in ernste Schwierigkeiten gerät. Weil der Jackhammer ist ja wie gesagt schon gekommen. Goldberg braucht noch eine harte Aktion vielleicht. Aber Booker T auch. Power Slam, wunderbare Aktion. Sieht schlecht aus für Goldberg im Moment. Booker T momentan wirklich im Rage-Modus. Wo holt der Junge das her? Cover, das kann es sein. One. Aber wieder Goldberg. Wieder Goldberg. Und jetzt die Submission. Mitten im Ring. Mitten im Ring muss Goldberg aufgeben. Nee. Headbutt kommt da raus.
Aber Booker T wieder. Guckt euch das Publikum an, wie laut die sind. Die gehen ja ultra ab. So wünscht man sich das doch. Goldberg muss wirklich aufpassen. Booker T momentan ein bisschen im Vorteil, würde ich sagen. Aber da kommt der Spear. Ach, der Spear wollte ich schon sagen. Da kommt der DDT von Goldberg. Goldberg muss aufpassen. Booker T hat zwei harte Aktionen gezeigt. Und so viel hat ein Goldberg wahrscheinlich auch nicht mehr. Test of Strange. Und jetzt schafft es Booker T auch mal, das zu gewinnen. Aber Goldberg direkt mit dem Konter. Goldberg setzt an zum Neckbreaker. Nein, schlägt ihn da einfach nieder. Und jetzt wieder der Cross-Armbreaker. Muss Booker T aufgeben? Nein, er kommt ins Seil. Test of Strange. Elbow. Aber Booker T mit dem Konter. Goldberg mit dem Konter. Die wollen beide hier nicht verlieren. Jetzt Booker T wieder. Komm, Booker T, du könntest die Situation nutzen. Sidekick, wunderbar. Der hat wieder voll gesessen. Goldberg ist in Schwierigkeiten, das sieht man ja. Ein Roller von Goldberg. One. Na, bis eins. Aber Goldberg macht weiter, da wo er aufgehört hat. Er muss wieder ins Match zurückfinden. Greift jetzt den Arm an von Booker T. Und jetzt Elbow wieder ins Gesicht. Und jetzt in der Ringecke. Jetzt muss Booker T aufpassen, dass er da keine harte Aktion kassiert. Der wird hochgehoben aufs oberste Seil. Und jetzt Goldberg. Power Slam vom obersten Seil. Und das ist ja eine ultra harte Aktion gewesen. Aber der Kick funktioniert wieder. Booker T's Kicks sind ultra hart. Und da schon wieder. Booker T. Swinging Neckbreaker. Es sieht schlecht aus für Goldberg. Submission. Aber da ist Booker T ja relativ schlecht da mit Goldberg direkt am Seil. Goldberg muss nur noch zur Seite greifen. Ja, jetzt hat er es gleich. Ja, da hat er es. Super Match von den beiden. Seht euch Booker T an, wie der taumelt. Und jetzt setzt Goldberg an zum Running Power Slam. Running Power Slam auch noch. Und jetzt kommen wieder die harten Schläge. Booker T vermasselt es nicht. Du hast die super Chance, Goldberg zu besiegen. Guckt euch das jetzt an, Goldberg. Schlägt nur noch auf den Kopf ein. Oh mein Gott, Goldberg. Back Suplex. Gegen einen Booker T, der ja schon den Jackhammer eingesteckt hat. Wieder gegen den Arm jetzt. Wie und wann kommt die Entscheidung? Wieder ein Roller von Goldberg. One. Na, nur bis eins mal wieder. Goldberg, komm. Der braucht Aktionen, damit er hier Booker T vielleicht pinnen kann. Nein. Booker T mit dem Konter. Belly to Belly. Sieht super gut aus für Booker T. Muss man ja mal sagen. Power Slam. Und er liegt jetzt wieder gut. Jetzt könnte er es versuchen. Cover vielleicht. Ah. Tritt aber nochmal drauf. Ist sich noch nicht sicher. Booker T. Das wäre so eine Sensation, wenn er das schafft. Kick in die Magengegend. Goldberg sieht nicht mehr gut aus. Cover versucht, das kann es sein. One. Aber Goldberg kommt wie immer noch raus. Booker T muss aufpassen. Schön gekontert. Wann kommt die Entscheidung? Wir sind kurz davor. Die beiden haben relativ viel eingesteckt. Der nächste Finisher oder die nächste harte Aktion kann das entscheiden. Bulldog. Für Goldberg sieht es nicht gut aus. Ich habe es ja gesagt. Ein Roller schon wieder von Goldberg. Cover. One. Aber nur bis eins. Ein Goldberg braucht jetzt vielleicht echt mal langsam seinen zweiten Jackhammer oder einen Spear. Body Slam. Sieht super aus für Booker T. Der wird hier heute eines Spirit Champion. Ich habe es im Bauchgefühl. Cyborg Slam. Und jetzt geht's aufs Top Rope. Booker T vom Top Rope. Und das ging daneben. Was hat er denn da gemacht? Er hat nicht richtig getroffen. Und jetzt liegen sie beide da. Was ist los? Goldberg liegt da. Der steht nicht auf. One. Ah, er hat doch noch Kraft. Gekontert von Goldberg. Und jetzt? Cross Armbreaker. Aber wieder direkt am Seil.
Ah, wenn Goldberg den besser ansetzt. Goldberg braucht Aktionen, sonst sieht das hier schlecht aus für ihn. Booker T mit den mehr und heftigeren Aktionen. Und jetzt geht der Shoulderblock auch noch daneben. Und der Knee Drop sitzt. Cover-Versuch von Booker T. Cover. One. Aber Goldberg kommt raus. Goldberg ist nicht klein zu halten. Und wieder ein Roller. Wieder. One. Nur bis eins. Nur bis eins. Booker T lässt sich auch nicht unten halten. Und wieder die Kicks von Booker T. Booker T, du hast es doch so selber in der Hand. Du musst nur weitermachen. Booker T mit dem Neckbreaker. Harte Aktion. Goldberg, glaube ich, lange nicht so viele Probleme in einem Wrestling-Match gehabt. Und jetzt Goldberg nimmt Booker T hoch zum Military Press und lässt ihn auf die Matte krachen. Was eine harte Aktion. Und jetzt die Submission und das ist relativ gut positioniert. Jetzt muss er ihn vom Seil fernhalten. Booker T, kommt er ans Seil? Oder er richtet sich sogar auf und kommt da raus. Gekontert von Goldberg und jetzt setzt an. Zweiter Jackhammer, kann das machen. Booker T scheint angeschlagen zu sein vom Military Press. Goldberg hat ihn oben, dreht sich und auf die Matte mitten im Ring. Cover, one, two, three und wir haben einen neuen Undisputed Champion. Goldberg ist neuer Champion. Was ein Weltklasse-Match. 25 Minuten Weltklasse. Goldberg hat es geschafft. Oder wie würden die Kommentatoren von uns von früher sagen? Goldberg! Respekt, Respekt an beide. Respekt an Booker T. Super, er hat Goldberg wirklich viel zugesetzt. So viel hat er, glaube ich, noch nie an Problemen gehabt. Aber der zweite Jackhammer hat es dann entschieden. Wir haben einen neuen Undisputed Champion, Goldberg. Der Hammer. So beginnt Hell in a Cell und es kann ja gar nicht mehr besser werden im Endeffekt. Wir sehen uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Hell yeah!